Hi, liebe Leute, hier ist die Anja zum Cardio-Workout Nummer 3. Warm-up wie gehabt. Wir gehen runter auf den Erdboden, fangen erstmal ganz gemütlich an und werden dann so nach und nach heiß. Bringt die Fersen hinten zusammen, setzt euch auf die Unterschenkel drauf, bringt die Knie nach vorne geöffnet und legt euch mit dem Oberkörper ab. Atmet immer ein über die Nase und aus über den Mund. Macht euch ganz schwer nach vorne, legt die Stirne ab und los geht das mit Einatmen und aus. Bringt die Luft über die Wirbelsäule lang in den Körper rein, in den Rumpf und ausatmen, die Bauchspannung aufbauen. Das macht er noch einmal mehr. Brustkorb ganz weit und beim Ausatmen nochmal den Bauch richtig anspannen. Dann kommt ihr mit den Händen nach vorne lang, spreizt die Finger, löst den Kopf vom Erdboden und weiter ein- und ausatmen. Und dann kommt ihr mit dem Kinn auf die Brust und beim Ausatmen schaut ihr nach vorne zu den Daumen, einmal mehr, nochmal rund werden, schaut nach hinten zu den Füßen und wieder lang machen nach vorne. Und dann kommen wir mit dem ganzen Oberkörper, macht ihr euch rund, kommt nach vorne, verlagert das Gewicht auf die Hände, kommt nach hinten raus, versucht mit dem Po auf die Fersen zu kommen und noch einmal rund werden, Kinn auf die Brust und nach hinten raus lang machen. Einmal mehr, kommt nach vorne. Bleibt hier, geht auf alle Viere. So, wir gehen dann mit dem rechten Arm nach vorne hoch, kommt tief, schieb nach hinten raus. Genauso nochmal hoch auf alle Viere, den Arm links nach vorne hoch und kommt wieder tief. Und wir erweitern die Übung, kommt hoch, den rechten Arm. Wir drehen hoch bis zur Decke, schaut über die Schulter lang zum Händchen hoch, wieder tief, nochmal hoch auf alle Viere, den linken Arm nach oben lang ziehen zur Decke, schaut dem Arm hinterher, kommt tief. Und noch einmal mehr, kommt hoch den rechten Arm wieder, lass den Arm kreisen, stellt die Hand ab und kommt nach hinten raus. Und noch einmal den linken Arm, kommt hoch, einen schönen großen Kreis beschreiben, kommt tief. Und absetzen. Und dann kommt ihr nach vorne, bringt das Becken in den Boden herein und richtig mit dem Becken in den Boden reinstellen. Macht euch ganz, ganz schwer, lasst den Kopf locker. Einfach nur mal halten und versucht mit dem Popo ganz locker zu werden. Stellt euch vor, der Po ist wie aus Wasser. Das Becken nach rechts und links durchschwingen, kommt wieder nach hinten raus. Und dann einfach ein paar Mal nach vorne tief und wieder nach hinten raus. Macht das in eurem Level, in eurem Tempo. Schön die Mitte mobilisieren, den Hüftbeuger, den unteren Rücken, den Bauch schön lang machen und immer schön in die Schultern reinhängen. Werdet da ganz schwer. Und dann bleibt ihr hinten, kommt dann auf die Füße hoch, die Hände ineinander bringen, kommt hoch, atmet ein, kommt nach vorne, kommt hoch. Und kommt tief und kommt hoch und tief. Das machen wir ein paar Mal, schön rund werden. Wir können das auch nochmal variieren. Das heißt, ihr kommt hoch und guckt unter der rechten Achselhöhle durch. Kommt hoch und runter. Und unter der linken Achselhöhle durchschauen und kommt tief. Lasst die Sonne in die Achselhöhle reinscheinen. Kommt tief. Einmal mehr. Hep, kommt hoch. Bleibt hier. Kommt dann nochmal hoch auf die Knie, macht euch ganz groß, wir gehen direkt weiter. Den rechten Arm nach oben hoch und wieder tief. Den linken Arm streckt euch, macht euch ganz groß, richtig Spannung in die Hände. Wir gehen eins weiter, kommt hoch, wir berühren den Boden, bleiben hier. Nehmt dann den rechten Arm vom Boden weg, schaut dem Arm hinterher, kommt wieder tief. Rechts, links, macht euch lang. Andere Seite, kommt hoch. Hep, kommt tief. Wir bleiben nochmal unten am Boden haften. Den linken Arm nach oben hoch, zur Decke. Kommt wieder tief, kommt hoch, hoch. Links, rechts. Wir gehen eins weiter. Kommt hoch, kommt tief. Wir steigen jetzt nach hinten raus. Den rechten Fuß nach hinten, weg. Wieder vor. Rechts, links, schön im Wechsel, im Flow, tief, tief, linke Seite, kommt hoch, kommt dann tief, runter, bleibt im Stütz, Füße nach hinten bringen, bleibt hier. Wir gehen einfach mit den Knien, mit den Fersen hinten zusammen, schieben nach vorne und nach hinten. Ich zeige euch das nochmal von der Seite,
Nicht den Po nach oben hoch, bleib tief. Bauchnabel einziehen, kommt nach vorne, nach hinten. Vor und tief. Vier, ein bisschen Tempo erhöhen. Drei, zwei. Okay, bleibt hier, Knie auf den Erdboden tief. Lass die Ellbogen schmal, kommt runter, kommt nach hinten raus. Dann machen wir ein paar Mal die Bewegung nach vorne tief und weg, ausatmen und ein und hepp und drei mehr, weg, zwei noch und den letzten. Dann kommen wir wieder runter auf den Erdboden, legt den Oberkörper ab, bleibt hier. Wir bringen jetzt den rechten Arm nach vorne raus, den linken auf Brustlinie aufsetzen. Ihr kommt hoch, macht euch lang, kommt wieder tief, wechselt. Das Bein mit anheben schon und direkt tief, nochmal langsam. Kommt hoch, immer mehr das Bein anheben in Verlängerung der Hüfte, kommt noch einmal runter und hoch und tief. Und wir machen das Tempo ein bisschen flotter und hoch. 7, 6, 5, 4, 3, 2, okay, gut, bleibt hier. Dann die Füße in den Erdboden reinstellen, Becken anheben, kommt hoch, schiebt nach hinten raus, kommt vor und bringt den Po nach oben hoch in die Luft. Versucht euch in die Arme so reinzuhängen, dass die Arme, der Oberkörper in Verlängerung sind in einer Linie. Die Ferse tiefer in den Boden reinschieben. Spürt die Wade, die Fußgelenke. Kommt dann nach vorne, kommt in die Hocke rein. Kommt nach vorne und kommt hoch. Und nochmal vor, tief, einmal mehr. Und vor, tief, kommt hoch, bleibt hier. Dann den linken Fuß in den Boden reinstellen. Rechtes Bein stemmen, schaut nach vorne. Dort stellt ihr dann den Fuß auf. Macht euch groß. Rollt euch ein. Dann hinten das Knie lösen vom Erdboden. Und dann kommt ihr richtig schön mit dem Rumpf in eine Kontraktion. Versucht das Becken nach vorne zu bringen. Spürt die Dehnung in der Hüfte. Kommt einmal rund und einmal tief. Für die Fortgeschrittenen, wenn ihr möchtet, kommt ihr in eine Rotation und tief eindrehen und tief einmal mehr. Hep und runter. Dann bleibt ihr hier. Kommt tief. Steigt nach hinten raus. Nochmal mit dem Po nach oben hoch in die Luft. Ganz lang machen. Und dann auch nochmal hier dynamisch in den Boden reinschieben. Kommt tief und noch 4, 3, 2. Okay. Dann kommt ihr wieder nach vorne in die Hocke rein. Und vor und kommt hoch. Hep und tief. Und bleibt oben halten. Jetzt bringen wir den rechten Fuß in den Boden rein, Wade schnappen, nach vorne schauen, stellt da den Fuß auf, macht euch lang, wieder tief und runter. Hinten lösen und auch hier gilt, einmal tief und einmal unter dem Bein durch. Für die Fortgeschrittenen kommt ihr einmal in eine Rotation und kommt tief in die Rotation und tief einmal mehr, hep. Okay, so jetzt sind wir schon mal geschmeidig. Jetzt gehen wir mal runter auf den Erdboden und gehen in die Runnings. Das heißt, ihr kommt auf alle Viere, bringt im Wechsel den Fuß nach hinten raus, kurz aufstellen, weg, weg, weg und nee. CD, hep, CD, CD und weg, weg, weg oder oben bleiben in den Stütz, zieht die Knie unter den Brustkorb und ziehen, ziehen, ziehen. Lass den Rücken lang, hep, so, jetzt geht's zur Sache, knappe Minute, Runnings. Hep. Tsch, 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 tsch.
Schön Tempo. Und weiter, weiter. Hip. Die Hälfte haben wir schon. Ziehen, ziehen, ziehen. Wer gar nicht mehr kann, macht nach hinten raus. Oder das Knie absetzen, das geht auch. Hip. Vier mehr. Drei. Zwei. Halten, halten. Knie absetzen. Oder halt hier, schön halten. Ellbogen auf den Erdboden. Auch eine Option. Versucht, die Ellbogen so ein bisschen nach innen reinzubringen. Bauchnabel einziehen. Halten. Halten. Bleibt hier. Vier mehr. Drei. Zwei. Okay, gut. Kommt hoch. Jetzt müsste da ein bisschen wärmer sein. Kurzen Schluck trinken. Dann kann ich auch wieder besser reden. So. Die erste Runde. Denkt an Robin Hood. Robin Hood und sein Bogen, Pfeil und Bogen. Das heißt, ihr kommt in hüftweiten Stand, dann kommt ihr tief und kommt nach hinten raus. Tief nach hinten raus. Tief den Bogen spannen. Tief Bogen spannen. Runter. Ziehen. Tief und ziehen. Runter. Ich zeige es nochmal von der Seite. Tief. Ziehen. Jetzt ein bisschen schneller. Hep. Ziehen. 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 So, jetzt könnt ihr gucken. Ihr könnt eure Beine unterschiedlich stark einsetzen. Ihr geht vorne ein bisschen in die Knie, macht eine kleine Kniebeuge und ihr versucht mit Kraft den Arm nach hinten zu bringen. Lasst den Bizeps, den Armbeuger, den Rücken arbeiten. Spann den Bogen. Ziehen. 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 So, das können wir aber noch besser. Das heißt, wir bleiben unten. Wir bleiben unten. Bleibt im Keller. Und tief. Ziehen. Ziehen. Wenn das gut geht, dann können wir runtergehen. Ihr kommt runter in den Squat. Tief. Ziehen. Tief. Ziehen. Entweder bleibt ihr hier. Runter. Hep. Oder ihr berührt sogar den Erdboden. Tief, tief, vier mehr. Ziehen, ziehen, ziehen. Und zwei noch. Einen mehr. Okay, bleibt hier. Ganz kurz sortieren. Hüftweiten Stand. Arme sind seitlich. Ihr kommt mit den Händen hinter den Körper. Bleibt in den Knien tief. Bringt das Gewicht in die Ferse. Wenn ihr wollt, könnt ihr auf die Fußspitze hochkommen und könnt nochmal hier tiefer kommen. Lasst den Oberkörper lang. Weiter, weiter. Hep. Weiter, weiter. Vier mehr. Vier. Drei. Zwei. Okay, gut. So, jetzt haben wir das erste, die Schwungphase durch. Bewusst den Hunter, den arbeiten wir jetzt aus. Pass auf. Wir machen einen Schritt nach vorne und eins zur Seite. Jetzt geht hier die linke Schulter nach vorne und dann den Step nach hinten raus. Das ist erstmal die Basic. Einmal Schritt nach vorne, Mitte, Schritt nach hinten. Jetzt gehen wir hier in den Squat, ja, und kommen nach hinten. Tief und weg. Ihr kommt runter
und weg. Tief und ziehen. Tief und ziehen. Squat. Ihr könnt euch sehr gerne auf den Schenkeln erstmal abstützen und Bogen spannen. Wer möchte, kommt runter und ziehen. Tief und ziehen. Einmal mehr. Bleibt hier. 4 Jumps, 3, 2. Okay, jetzt die andere Seite. Ja? Wir gehen jetzt. Rechte Schulter nach vorne, linke nach hinten. Vor, nach hinten. Genau das gleiche Prinzip. Ihr kommt hier tief. Einmal den Squat. Den macht ihr schön weit. Ihr öffnet die Beine und macht hinten den Hunter. Das Körpergewicht ist immer in der Mitte. Kommt tief und zieht. Tief und ziehen. Tief und ziehen. Runter und ziehen. Jawohl, haben wir schön die Innenschenkel mit drin, den Popo, ja, die kompletten Oberschenkel logischerweise, den unteren Rücken ist auch mit dabei. Bauch fest anspannen und richtig mit Kraft den Bogen nach hinten raus spannen. Tief, 3 mehr. Tief und ziehen. Tief und ziehen. Einmal mehr. Tief. Bleibt hier. 4-mal Jump. 4, 3, 2. Andere Seite wieder. Tief. Ziehen. 3 Stück. Tief. Einmal mehr. Und tief. Achtung, Jump, Jump. 4, 3, 2. Linke Seite. Komm tief. Ziehen. Ja, wir wechseln auf die andere Seite. Einmal mehr. Kommt tief und zieht. Jumps. 4, 3, 2. Wieder andere Seite. Tief und ziehen. Tief und Bogen spannen. Tief nach hinten raus. Jump. 4, 3, 2. Nochmal andere Seite links. Tief und ziehen. Hep. Einmal mehr. Tief und ziehen. Jump. 4, 3, 2. Okay, gut. Das zur Cardio. Wir gehen in die Kraftrunde rein. Das heißt, ihr geht erstmal in den Lunge. Rechtes Bein nach vorne. Linkes nach hinten raus. Hüftweiter Stand. Und ihr kommt tief. Ihr könnt die Hände in die Hüfte bringen. Lasst den Oberkörper ganz lang. Kommt tief. Kommt runter. Runter. Wer möchte, ein bisschen die Anstrengung erhöhen, bringt die Arme lang nach oben. Kommt tief. Runter. Und ab. 4 mehr. 3, 2. Ihr kommt tief, 3-mal Puls. 3, 2. Und kommt hoch. 3-mal pulsieren. Und hoch. Schultern vom Ohr weg. Einmal mehr. Und tief. 2, 3. Kommt dann langsam runter. Kommt tief. Bleibt hier. Haltet. Ach, wir halten das ein bisschen. Ich zeige euch das auch nochmal von der Seite sehr gerne. Rechtes Bein ist vorne. Linke Hand geht aufs Knie. Und ihr dreht euch frontal. Arm lang. Arm lang. Kommt tief. Wenn das gut geht, den anderen Arm dazu. Halten. Bleibt hier. Atmen, atmen. 4 mehr. 3, 4, 3, 2. Kommt hoch. Mal kurz die Beine ein bisschen auslockern. Trinkt nochmal einen Schluck. Geht direkt gleich weiter. Wenn man noch eine Übung. Da wir heute schon schön in den Kniebeugen drin sind. Bleib mal dabei. So, passt auf. Wir laufen auf der Stelle und dann jumpen wir ein bisschen. Und dann gehen wir in den Sizzler. Das ist ein Wechselsprung. Das heißt, einfach im Wechsel. Ja. Und
One, two. One, two. Ihr kommt tief. Ihr könnt die Hände mit nutzen. Tief. 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 So. Ja, wie viele Minuten machen wir das jetzt? Mal gucken. Und Wechsel. Wer will? Tief. 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 Runter. 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 Und die Beine fangen an zu glühen. Die Lunge auch. Und dann bleiben wir noch ein bisschen dran. Hep. 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 Und vier mehr. Drei. Geht auch so. Zwei. Okay. Bleibt hier. Super. Nächste Runde. Nochmal die Lunges. Jetzt gehen wir mit dem linken Bein nach vorne. Oberkörper wieder lang. Hände in die Hüfte. Wir kommen tief. Runter. Tief. Tief. Arme lang. Wer möchte? Komm tief. Runter. Tief. Und ab. Vier mehr. Drei. Zwei. Okay, pulsieren. Kommt hoch. Tief. Pulsieren. Nochmal. Tief. Zwei. Drei. Einmal mehr. Runter. Noch einmal super langsam runter. Ihr bleibt hier unten. Haltet. Haltet. Ihr kommt tief. Jetzt den rechten Arm aufs Knie. Oberkörper aufdrehen. Arm lang. Kommt tiefer. Wer möchte? Den anderen Arm dazu. Muss nicht. Halten. Vier. Drei. Zwei. Okay, gut. Kommt runter dann. Wir gehen noch einmal in die Dehnung. Kommt tief auf die Knie und die Fußspitze in den Boden rein. Und dann beschreibt ihr einfach mit dem Arm einen Kreis. Ihr macht einen Halbkreis nach vorne und schiebt das Becken nach oben hoch. Und anderen Arm nach vorne und kommt hoch. Lang machen und tief noch einmal. Halbkreis, lang machen und kommt wieder runter. Einmal mehr und vorne Halbbogen, lang schieben nach oben hoch, tief. Okay, kommt noch einmal runter in den Schneidersitz. Atme dann ein und nochmal aufdrehen, nach vorne und lösen und nochmal einatmen, aufdrehen. Und wieder nach vorne und lösen. Und noch einmal einatmen und zur Stirn und zum Herzen. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt beim Training dran und bis bald. Ciao.